Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blaubox von Lance Butters. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blau bzw. Blau, so sieht das Ganze aus. Aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine schwarze, dunkelgraue Box mit jede Menge Rauch auf der Vorderseite. Und dann haben wir hier die weißen Augen von Lance Butters, die hier unter seiner Maske, unter diesem Schatten hervorstechen. Und dann haben wir noch den weißen Schriftzug BLAOW, also blau. Hier zieht sich der Rauch unten weiter, rechts ebenso, oben blank in schwarz-grau. Und auf der linken Seite lesen wir dann noch Lance Butters. Rückseite ist unbedruckt, bis auf Credits und Barcode. Das Ganze ist eine Klappbox, geht dann hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier so eine Metalldose, so eine Schachtel. Dann haben wir ein paar Socken, Papes und Filtertipps, einen Grinder, das Album an sich und die Instrumentals. Von innen die Box glatt schwarz. Machen wir mal zur Seite. Und nachdem hier die Instrumentals und auch das Album noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Aber nachdem das hier einfach so schön zugeklebt ist, glaube ich, werden wir das Messer gar nicht brauchen. Jawohl, das geht auch sehr gut ohne auf. So, einmal hier die Instrumentals und natürlich das Album. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also auch hier wieder die Maske von Lance Butters hinter dem Rauch versteckt, inklusive Mütze. Darunter lesen wir wieder blau. Und dann haben wir hier die dann haben wir hier nochmal Interpret plus Albumtitel und einen Barcode. Und auf der Rückseite, jetzt haben wir die Tracklist, auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Wir haben, soweit es hier erkennbar ist, keinerlei Features, Credits und Barcode. Das Ganze ist ein Digipack, lässt sich dann hier aufklappen. Also hier nochmal nummeriert, 13 Tracks an der Zahl, wobei einer davon, nämlich Track Nummer 6 Angebot, ist ein Skit. Dann haben wir die Infos zum Album, wer hat produziert, wer hat gemastert etc. Hier gibt es wieder jede Menge Rauch und so sieht dann die CD aus. Hier haben wir nochmal Lance Butters mit Pistole und dann haben wir hier auch wieder diese Maske, diese Augen auf der CD. Schön gemacht, also die CD in matt schwarz, aber der Schriftzug blau und hier dieser Rauch und diese Augen jeweils in dieser glänzenden Optik. So sieht das aus. Dann haben wir mit dabei die Instrumentals zum Album, also blau Instrumentals, hier in schwarz mit weiß-grauen Rauchschwaden. Das Ganze kommt in einem Digisleeve. Hier haben wir die 13 Tracks mit drauf. Also die 13 Tracks als Instrumentals, auch hier wieder die Infos zu den Produzenten. So sieht dann die Instrumental-CD aus. Und das Ganze kommt, wie gesagt, in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Gut, dann haben wir mit dabei einen Grinder, passend zum Albumtitel. Natürlich jede Menge Kiffer-Zubehör in dieser Box. Also auch hier wieder der Schriftzug inklusive Rauchschwaden. Das Ganze ist ein Plastikgrinder, der hier mit Magnetverschluss zugemacht wird und dementsprechend auch die beiden Hälften aneinander haften. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Verwendung für solche Grinder, da ich keine derlei Substanzen konsumiere. Allerdings, wenn ich sie konsumieren würde, dann würde ich, um ehrlich zu sein, einen Metallgrinder bevorzugen, aber wie so oft in diesen Deutschrap-Boxen ist meistens ein Plastikgrinder, auch wenn es schon ein paar Boxen mit Metallgrinder gab. Das will ich gar nicht
verneinen. Dann haben wir, wie es sich für so eine Kieferbox gehört, auch noch Papers und Filtertipps mit dabei. Hier wieder beschriftet. Die sehen dann so aus. Also wir haben hier die Papes und die Filtertipps, spannenderweise in braun. Das liegt daran, dass die naturbelassen sind, also die sind ungebleicht, normalerweise sind die ja weiß. So sieht das aus, also auch hier wieder überall diese Augen und diese Rauchoptik. Sehr detailverliebt das Ganze gemacht. Dann haben wir so eine kleine Aufbewahrungsbox, so eine Metallschachtel. Hier lesen wir auch wieder den Albumtitel und Rauchschwaden. Ups. Auf der Rückseite gibt es wieder die Augen. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Also hier könnt ihr diverse Sachen natürlich reinpacken, darin bunkern. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein paar Socken. Und zwar haben wir hier auf der Vorderseite, kurz, dass man das halbwegs erkennen kann. Also auf der Vorderseite haben wir hier ein Hanfblatt. Dann haben wir die Fußspitzen hier mit Schwarz-Weiß. Ebenso wie die Fersen. Und dann haben wir jeweils auf den Seiten, sowohl innen als auch außen, senkrecht diesen Schriftzug hier, blau, und hier oben wieder in Schwarz-Weiß gestreift. Also dieses Paar Socken gibt es da noch oben drauf. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Socken. Dann diese kleine Metalldose hier, diese Aufbewahrungsbox. Der Grinder aus Plastik mit Magnetverschluss. Die Papes und Filtertipps ungebleicht. Die Instrumentals in der Papphülle im DigiSleeve. Und natürlich das Album an sich im DigiPack inklusive 13 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, blau, von Lance Butters. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lance Butters unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!